Und am Sonntag stand es ganz im Zeichen der Kirche. Da haben wir aus der Bibel, wir hatten immer auch eine biblische Unterzeile beim Thema. Zum Beispiel hatten wir geschrieben, die Fluoridierung des Wassers war eines Jahr ein Thema. Und wir hatten einen Zahnarzt, der fand das ein ganz tolles Ding, dass in unserer Stadt die Fluoridierung des Wassers eingeführt werden sollte. Und wir wussten bereits, dass aus der Schweiz die Nachricht kam, dass die Fluoridierung des Wassers schädlich ist. Und da haben wir sofort ein Umweltseminar organisiert mit Fachleuten. Fluoridierung des Wassers ist nicht gut, also weg. Schon war wieder die Politik bei mir vor der Tür. Kommt nicht in Frage, ihr dürft nur kirchliche Themen machen. Na, dann haben wir mit unserem damaligen Superintendenten beraten, haben wir aus der Bibel genommen, habe ich angerufen, habe gesagt, sag mir bitte, welches Thema passt dazu? Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, Pünktchen, Pünktchen. Und damit war klar, die Andacht hielt dann unser Superintendent und damit war es zum kirchlichen Thema. Der wissenschaftliche Vortrag blieb, es blieb das Thema, es blieb das ganze Dreitagesprogramm. Aber wir hatten auch manchmal ja staatliche Leute, die uns ganz wohlgesonnen waren. Und denen musste ich ja auch wiederum entgegenkommen, damit sie nicht wieder zur Handlung gezwungen wurden, uns das Seminar zu verbieten. Also das war schon immer eine Gratwanderung.